Was geht ab, meine Damen, meine Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Und heute habe ich ein Paket bekommen. Und zwar, ja, von den Cat Buddies. Und die dachten sich, hey, frohe Ostern. Ich weiß zwar nicht, ob die wie in Animal Crossing die Zeit vorgestellt haben, aber wir haben noch kein Ostern. Aber dafür haben wir heute wunderbare Boxen und die werde ich euch jetzt zeigen. In dem Moment sehe ich, dass man die hier schon sehen kann. Und zwar haben wir einmal den neuen Koffer. Beziehungsweise die neue Collector's Edition, und zwar die Frühlings-Collector's Edition von Pokémon Schwert und Schild mit Zacian Zamazenta drauf und Hoplo, Mimeon und Chimpep. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr schöne Farben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Koffer gefällt mir sehr. Nö, der hat schon was, der hat schon was. Und ich weiß gar nicht, muss ich hier das Licht anmachen, damit ihr das besser sehen könnt? I don't know. Ich hoffe, es ist nicht zu überbelichtet jetzt, aber ja, da ist der wunderbare Koffer in seinem wunderbaren Design. Dort drinnen befinden sich... Ich kann es euch nicht sagen. Aber wir haben jetzt noch einen zweiten Koffer. Dort drinnen sind 3 holographische Karten mit Chimpep, Mimeon und Hoplo. 5 Booster Packs und... Ja, viele... Kram. Krimskrams. Stifte, Papiere. Wie man es nicht anders kennt. Aber ich würde sagen, wir öffnen diese Truhe einfach mal. Wir machen es ganz Zelda-Style-mäßig hier. Kick. Und dann... Sehr elegant, sehr elegant. Da haben wir auch schon das Ding. Und oh mein Gott, die Coin ist ja das Schönste überhaupt. Wir haben hier die wunderbaren Promokarten mit Chimpep, Mimeon und Hoplo. Wo ich sagen muss, yo, die sehen super sweet aus. Guckt es euch an. Ne, schönes Prismafoil bei den Karten. Das ist halt echt so geil. Gab es auch schon als Promokarten, meine ich, in den Galatins. Auch hier die Coin, die dabei ist. Sehr, sehr schön. Reflektiert schön, leuchtet schön, sehr, sehr geil. Da haben wir den Code, falls ihr euch den gönnen wollt, ne? Snackerino, ihn weg. Und wir haben hier, oh mein Gott, was ist das denn? Schwert und Schild, Welt im Wandel, Nacht in Flammen und das Base Set. Ich habe jetzt tatsächlich mit nur Schwert und Schild Boostern gerechnet, aber... Okay, Nacht in Flammen ist... Nee, das ist... das ist okay, das ist okay und das ist okay. Dann haben wir unter anderem... Sticker Time. Ich könnte mir Tal jetzt ins Gesicht kleben und mega lustig sein, aber nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Oder? Noch mehr Sticker. Noch mehr Sticker. Und ein Block. Und da unten ist noch ein kleines Sammelalbum. Geil, also falls ihr ein Binder-Recap sehen wollt, ist mein neuer Binder. Ne? Habt ihr Bock auf ein Binder-Recap, Guys? Ich weiß gar nicht, wollt ihr eher ein Binder-Recap von Verborgenes Schicksal haben oder... von Schwert und Schild. Die Frage stelle ich. Ich fühle mich fancy jetzt mit dem Chimpep. Aber passend dazu muss natürlich auch das Hoplo kommen. So, fertig. Nice. Ich würde sagen, wir fangen an mit den ersten 5 Boostern, die wir haben. Wir haben Pokémon Sonnemond Base Set. Ich hoffe, das sieht nicht ganz so bekloppt aus. Bruder Müslus. Verliebt. Schauen wir mal. Vielleicht bringt sie auch ein bisschen Glück. Denn Glück können wir immer gebrauchen. Dementsprechend hoffen wir einfach mal, dass wir hier was ziehen werden. Wir haben eine Energiezugewinnung, ein Rockaimon, ein wunderbares Aranestro, Makuhita, Lumpy, Togedemaru, Kani, Wana, Pepek, Alola, Digda und leider nur ein... Nein, das tue ich nicht. Ich verhunze nicht diese Karten und wow, ich sollte vielleicht nicht diese Sachen auf mein Gesicht klatschen. Nicht cool, nicht cool. Ich klebe die hier auf mein Stativ drauf. Ja, wunderschön. Machen wir weiter mit Nacht in Flammen. Die Nacht der Flammen geht weiter. Die Suche nach Glurak ebenfalls. Ob ich davon nochmal ein komplettes Dizzy rausholen werde, ist die Frage. Denn ich hätte schon Bock auf Nacht in Flammen, aber es ist halt nichts mehr wert. Ne? Es ist halt nichts mehr wert, wirklich. Oh, lol, wir haben einen... Reverse Pikachu und Knirfisch als wir. Das ging quick. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so schnell durch sind. Aber okay. Aber okay. Das akzeptieren wir einfach mal. Welne Wandel, nächstes Pack. Glurak Rutena. Haben wir letztes Mal bei Hunt for the Glurak gezogen. In welcher Rarity sage ich nicht. Guckt euch auf jeden Fall das Video dazu an. Wir haben 81 Booster geöffnet, wo wir in allen Boostern die Chance hatten, Glurak zu ziehen. Und hier haben wir die Chance auf einen Drachen, der ein bisschen, ja... Alalalalalong. Alalalalalong, ne? Also der ein bisschen benebelt ist, sag ich mal. Benebelt. Der Bob Marley Glurak.
Wenn Glurak Bob Marley besucht, sieht er aus wie Sen Long, würde ich behaupten. Machen wir weiter, komm, Schwertenschild. Schwertenschild, enttäusche uns bitte nicht. Ein Fatalité. Apropos Fatalité. Ich habe eine Idee. Fatalité. Inteleon. Holo. Nice. Passend zu einer Memeon-Holo-Karte. Und das ist ein schönes Design, by the way. Mag ich sehr dieses wunderbare Artwork. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Ich habe hier die magische Karaffe Gottes und das magische Glas des Gottes. Hat mich fast nass gemacht. Hilfe. Und nun zum Wohle. Wenn das nicht köstlich war, dann weiß ich auch nicht. Passt auf. Das wird sofort funktionieren. Ich sag's euch. Also wenn wir jetzt heute nichts mehr pullen werden, dann war's das mit dem Zitronenwater bei den Openings. Ich sag's euch. Dann war's das komplett. Dann darf ich auch kein Zitronenwasser mehr während der Openings trinken. Das kann gefährlich werden. So, wir öffnen die zweite Box. Und ja, machen die Pappe weg. Öffnen diese Truhe Gottes. Haben ja auch wieder, ne, die Promokarten und die Booster. Und natürlich den ganzen Schnickschnack, der dazugehört. Gönnt euch den Code. Viel Spaß damit. Aber gut. Wir haben die Booster. Und wir fangen diesmal an mit Schwert und Schild. Und wir hoffen auf einen guten Hit hier. Let's go. Gib uns was. Ich habe keinen Bock, nie wieder Zitronenwasser zu trinken. Weil Zitronenwasser ist schon nice. Ist schon sehr nice. Und was ist heute mit der Kamera los? Bruder. Ich bin nicht so weiß. So ist okay. Aber bitte sag nicht, dass ich ultra weiß bin. Chimpap doppelt. Mary Fuller. Let's go. Ich call es einfach. Sehr, sehr nice. Die Mary. Mein Girl, mein Bay, ist hier on fire. Wundervolle Full Art Karte. Sehr geil. Guckt euch das Girl an. Wie die glänzt. Und die ist auch noch sehr, sehr stark im TCG. Also, eine Karte, die ich doch gerne ziehe. Oh, den Rücken müssen wir uns angucken. Ne? Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Sag ich euch. Nee, aber sieht eigentlich ganz fresh aus. Gutes Centering, gutes. Gut ist alles. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit Sonne und Mond. Schwertenschild hat uns auf jeden Fall schon mal den Puls oder den Pull der Puls gegeben. Weil mit diesem Pull haben wir die Box wieder raus. Die kostet, glaube ich, so 25, 30 Euro. Könnt ihr gerne bei den Card Buddies, wie gesagt, holen. Auf deren Seite. Ne? Dafür ist es da. Und ja, ist eine nice Box. Also falls ihr den ganzen Krimskrams haben wollt und zusätzlich die Jungs unterstützen wollt, macht das. Ne? Das ist auf jeden Fall eins nice Sache. Und durch diese Mary haben wir die Box schon wieder fast refinanziert. Die andere, darüber sprechen wir nicht. Die andere Box, die hat es nie gegeben. Und ich muss echt dieses Auto-Whitening ausstellen, weil es... Kann man das irgendwie ausmachen? Ich weiß es nicht. Ich kann die ganze Zeit zur Kamera gucken. Dann sehe ich aber den Pull nicht. Das ist ein bisschen dumm. Dementsprechend hoffen wir, dass wir eine Lady anziehen. Weltenwandel. Zeig uns, was du hast. Bitte something go. Wir müssen auch immer noch die Arceus Palkia-Karte ziehen. Arceus Palkia Dialga. Der N-Boy. Der N-Boy, den haben wir auch schon jetzt des Öfteren in Rainbow gezogen. Von daher alles cool, aber Amigento GX ist immer noch eine coole Karte. Disk nachladen ist eine verdammt nice Fähigkeit. Und der gute Gladio chillt am Hintergrund. Oh, ich hab die Battles-Musik, nicht die Gladio-Musik im Kopf. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Gladio-Musik abgeht. Aber Gladio ist ein cooler Edgelord. Ist ein nicer Edgelord. Und der zweite Pull des heutigen Tages. So, letztes Pack. Schwert und Schild. Oder? Ja, letztes Pack tatsächlich. Okay, hoffen wir einfach mal, dass wir noch was ziehen. Was ziehen wäre auf jeden Fall nicer, I guess. Von daher, come on! Zitronenwasser hat auf jeden Fall schon mal uns gezeigt, dass... Oh, Memeon, Chimpap, jetzt noch ein Hoplo, leider nicht. Und leider auch kein Pull mehr am Ende, nur ein Galopper. Beschweren möchte ich mich nicht. Die Boxen waren auf jeden Fall on point. Sie waren okay, I guess. Ihr bekommt dazu ja auch den coolen Koffer. Also von daher könnt ihr auch da ein paar Karten abheften oder ähnliches. Oder Sachen verstauen.
Ihr könnt es auch als Brotdose nehmen. Ihr könnt damit auch, I don't know, Briefbeschwerer. Es ist ein großer Briefbeschwerer. Ich brauche solche Boxen normalerweise nicht. Aber hey, sind auf jeden Fall ganz nice, ganz cool. Und ja, schaut bei den Card Buddies vorbei. Würden sich auf jeden Fall freuen. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, würde ich sagen, das war's auch schon mit diesem Opening. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denkt dran, das Retro-Opening wird bald gemacht. Es wird heiß, es wird nice. Ich freue mich. Und ja, ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal. Lasst ein Däumchen da. Schaut bei den Shop vorbei, der Jungs. Und tüdelü, guys.